In diesem Video erfahrt ihr, wie ihr die bei uns in Deutschland vorkommenden Eulenarten einfach unterscheiden könnt anhand von Aussehen und Rufen. Ich bin Michael Held und freue mich, dass ihr bei diesem Video auf meinem Kanal Faszination Natur dabei seid. Abonniert gerne meinen Kanal. Ich beginne mit den häufigsten Arten hin zu den zunehmend selteneren Arten bei uns. Zu den ersten vier Arten gehören nämlich über 90% aller Eulen bei uns. Der Waldkauz Strix aluco ist die häufigste unserer heimischen Eulenarten. Kennzeichnend für den Waldkauz ist der massige Körper mit dem verhältnismäßig großen runden Kopf ohne Federohren und mit den großen schwarzbraunen Augen. Die Zeichnung des Körpergefieders zeigt eine kräftige dunkle Längsstreifung, Brust und Bauch sind in der Regel heller als Hinterkopf und Rücken. Als Höhlenbrüter bevorzugt der Waldkauz alte, höhlenreiche Laubmischwälder mit angrenzenden Freiflächen für die Jagd. Der Gesang beider Geschlechter zur Balzzeit ist ein weit hallendes, relativ hohes, heulendes Huhuhuhu, wie wir es hier hören. Vom Waldkauzweibchen hören wir außerdem den standortangebenden Quitt-Ruf. Wenn Waldkauz-Jungvögel rufen, klingt das so. Waldkauz-Jungtiere, die wie diese hier sicher sitzen und übrigens auch sehr gut klettern können, aber eben noch nicht fliegen oder gar selbstständig Beute schlagen können, nennen wir Ästlinge. Die Waldohreule ist etwas kleiner als der Waldkauz und die zweithäufigste Eulenart bei uns. Charakteristisch für die Waldohreule ist der schlanke Körper und die orange-gelben Augen und natürlich die namensgebenden langen Federohren, die steil aufgerichtet werden können. Der Reviergesang des Männchens ist ein vergleichsweise leiser, wohlklingender Huh-Ruf, wie ihr ihn hier hört. Waldohreulen sind übrigens keine Höhlenbrüter, sondern nehmen Krähen- und Elsternester für ihre Brut, teilweise auch Reiher- oder Greifvogelnester, in die sie ihre in der Regel 3 bis 5 weißen Eier legen. Die Jungvögel betteln um Aufmerksamkeit und Fütterung mit einem dünnen Piepen. Dieses Fiepen können sie sehr ausdauernd erklingen lassen, wie jeder weiß, in dessen Garten oder Nachbarschaft schon einmal Waldeulen gebrütet und sich um ihren Nachwuchs gekümmert haben. Typisch für die Waldohreulen-Ästlinge sind deren schwarze Gesichtsmasken. Die Schleiereule Tyto alba erkennt ihr an ihrem meist fast weißen, herzförmigen Gesichtsschleier. Das gerade auch im Bauch- und Brustbereich vergleichsweise helle Gefieder trägt unterseits kleine dunkelbraune Flecken. Als Kulturfolger brüten Schleiereulen beispielsweise in Kirchen oder im Gebälk von Scheunen. Hauptbeute bildet in Mitteleuropa die Feldmaus, aber auch andere Mausarten und Spitzmäuse werden erbeutet. Der Ruf der Schleiereule ist schrill, kreischend, wie ihr es hier hört. Erinnert teilweise aber auch eher an technische Geräte. Völlig anders also als bei anderen Eulenarten. Schleiereulen nehmen auch Nistkästen an, wo sie ihre in der Regel 4 bis 7, manchmal auch mehr Eier legen, aus denen nach etwa einem Monat Brutdauer die zunächst noch recht unansehnlichen Jungtiere schlüpfen, die nach und nach schöner werden, bis sie als adulte Eulen meines Erachtens zu den schönsten und apartesten heimischen Eulen gehören. Der Steinkauz Athene noctua ist die häufigste Eulenart europaweit, allerdings sind in Deutschland Waldkauz, Waldohreule und Schleiereule häufiger. Diese nur knapp haustaubengroße Eulenart hat einen kurzen Schwanz, eine niedrige Stirn und große gelbe Augen. Der Steinkauz ist oberseits braun gefärbt mit weißen Flecken und unterseits gelblich-weiß mit braunen Längsflecken. Die Beine sind weißlich befiedert, sein Ruf ist für das menschliche Ohr gut 600 Meter weit zu hören, für Artgenossen gar bis zu 4 Kilometer weit. Der relativ langbeinige Steinkauz jagt am Boden Kleinsäuger und Wirbellose wie Insekten, Spinnen und Regenwürmer. Als Bruthöhle dienen dem Steinkauz bei uns vor allem Baumhöhlen oder Nischen in Gebäuden. Auch Nistkästen werden angenommen. Deutlich seltener als die bislang vorgestellten Arten sind die Eulenarten, die ich euch im Folgenden vorstelle. Zunächst Raufußkauz und Sperlingskauz. Der Raufußkauz ist als Höhlenbrüter auf den Schwarzspecht als Höhlenbauer angewiesen und bevorzugt Wälder mit deckungsreichem Altbestand und möglichst ohne Waldkauz, dessen Beute er sonst werden könnte. Er gleicht in der Größe dem häufigeren Steinkauz, hat jedoch einen größeren, kugelig-runden Kopf im Vergleich zum Steinkauz und einen ausgeprägten hellen Gesichtsschleier. Hier die angenehm flötend klingende Rufreihe eines Raufußkauzes. Der nur starrengroße Sperlingskauz bevorzugt ältere Nadel- und Mischwälder mit aufgelockerter Struktur und viel Totholz mit Spechthüllen.
Ein relativ kleiner Kopf, orange-gelbe Augen, deutlich getupfte Stirn und heller gelblicher Schnabel sind Kennzeichen dieser kleinsten aller in Europa vorkommenden Eulen. Der Gesang des Sperlingskauzes ist eine gleichförmige Serie weicher Pfeiftöne. Ganz im Gegensatz zum Sperlingskauz ist der Uhu, Bubo Bubo, die weltweit größte Eulenart mit seinem massigen Kopf, den meist auffälligen langen Federohren und den großen orange-gelben Augen und somit mit keinem anderen Vogel zu verwechseln. Übrigens, wenn euch dieses Video gefällt, abonniert doch meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Die Anzahl der Uhu-Paare ist zwar ähnlich derjenigen des Sperlingskauzes, aber aufgrund seiner viel, viel größeren Körpermaße und Revierabmessungen ist der Uhu ungleich viel auffälliger und eher zu entdecken als der Sperlingskauz oder Raufußkauz. Sein Gefieder ist typischerweise rostbraun mit dunkler Fleckung und Bänderung auf der Rückseite und mit dunkelbraunen Längsflecken und feiner dunkler Querzeichnung auf der helleren Unterseite. Sein weit hallender Ruf ist so typisch, dass er sowohl zu seinem deutschen Namen Uhu geführt hat, als auch zu dem ebenfalls lautmalerischen wissenschaftlichen Namen Bubu, Bubu. Hört selbst. Der Uhu bewohnt extrem unterschiedliche Habitate und ist auch bei der Wahl seines Brutplatzes sehr flexibel. So brütet er zwar klassischerweise an Felsabbrüchen, beispielsweise in Steinbrüchen, brütet aber auch in großen Greifvogelhorsten und auch an großen Gebäuden, teilweise mitten in der Stadt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr die drei abschließend vorgestellten Eulenarten in Deutschland seht, ist äußerst gering, da diese Arten nur mit jeweils wenigen Brutpaaren in Deutschland vorkommen. Es sind Sumpfohreule, Habichtskauz und Zwergohreule. Die Bestände der Sumpfohreule, Asio flammeus, sind in den letzten Jahrzehnten stark rückläufig, da Sümpfe und Moore, die bevorzugtere Lebensraum dieser Eulenart sind, zunehmend zerstört werden. In Deutschland gibt es nur noch etwa 100 Brutpaare dieser im hellen Brustgeflieder markant dunkel gestreiften Art. Der mittlere Bereich des Gesichtsschleiers ist sehr hell gezeichnet und die schwefelgelben Augen sind eindrücklich schwarz umrandet. Da Sumpfohreulen teilweise weitere Wanderungsbewegungen von mehreren hundert Kilometern durchführen, können einzelne Individuen dieser Art auch weit außerhalb der Brutgebiete vorübergehend gesichtet werden, so wie diese Sumpfohreule, die ich 2013 bei uns in Südhessen beobachten konnte. Im Flug erinnert das Gefieder des Habichtskauzes Strix uralensis mit den breit gebänderten langen Schwanzfedern an einen Habicht im Jugendkleid, daher der deutsche Name. In seinem Erscheinungsbild ähnelt er dem nahverwandten Waldkauz, ist aber etwa doppelt so groß wie dieser und durch sein kräftig kontrastreich gezeichnetes Gefieder zu unterscheiden. Außerdem kommt der Habichtskauz in Deutschland nur in einem kleinen isolierten Gebiet im Grenzgebiet von Deutschland und Tschechien vor, wo es seit 1975 dank eines Wiederansiedlungsprojektes mit etwa 30 Paaren wieder regelmäßigen Bruterfolg gibt. Höchstens dort könnt ihr also diesen Ruf hören. Die Zwergohreule ist kleiner und schlanker als der Steinkauz und kommt schwerpunktmäßig in den Mittelmeerländern vor. Von den größenordnungsmäßig 300.000 Brutpaaren europaweit kommen in Deutschland lediglich einzelne wenige Paare vor. Durch ihr rindenfarbiges Gefieder ist die Zwergohreule perfekt getarnt. In Ruhe- und Tarnstellung sind die Federohren zu zwei Zipfeln aufgestellt. Beobachtet die Zwergeule aufmerksam ihre Umgebung, wird ihr Kopf rundlich mit angelegten Federohren. Durch ihre geringe Körpergröße und die perfekte Tarnung wird sie auch in Regionen, in denen sie vergleichsweise häufig ist, oft zuerst entdeckt durch ihren flötenden und wenig abwechslungsreichen Gesang. Diese gerade vorgestellten 10 Eulenarten könnt ihr also prinzipiell in Deutschland entdecken, am wahrscheinlichsten jedoch die 4 zu Beginn vorgestellten Arten, nämlich Waldkauz, Waldohreule, Schleiereule, Steinkauz. Und so wünsche ich euch interessante Eulensichtungen und generell viel Freude in und an und mit der Natur.